Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Stefan Meretz und Manuel Scholz-Weckerle begrüßen zu dürfen. Beide waren Teil des mittlerweile ja abgeschlossenen und überaus spannenden Projekts Die Gesellschaft nach dem Geld. Ich hatte ja hierzu schon Jens Schröter, den Leiter des Projektes, zu Gast und auch Stefan durfte ich bereits in einer früheren Episode von Future Histories zum Kommunismus begrüßen. Nun kam vor kurzem, sozusagen im Nachklang des Projektes, eine Special Issue des Journals Review of Evolutionary Political Economy heraus mit dem Titel Envisioning Post-Capitalist Utopias via Simulation. Und das finde ich natürlich ungemein spannend und so wird es zu dieser Special Issue gleich mehrere Future Histories Gespräche geben, konkret zwei, wobei das zweite noch in Planung ist, da werde ich jetzt nicht zu viel zu verraten. Mit Stefan und Manuel, da spreche ich über die agentenbasierte Simulation des Kommunismus, beschrieben im Paper Simulating the Utopia of Communism. Wir haben ungefähr zweieinhalb Stunden gesprochen, über zweieinhalb Stunden, glaube ich. Und so habe ich das Ganze in zwei Teile aufgeteilt. Ihr hört heute den ersten Teil und in zwei Wochen erscheint dann der zweite auf Patreon. Das sei zumindest erwähnt, findet sich für Patreon-UnterstützerInnen auch schon das Gespräch in voller Länge. Das Paper, über das wir heute sprechen werden, Simulating the Utopia of Communism und natürlich auch die restliche Special Issue, sind in den Shownotes verlinkt und ihr findet dort auch einen Link zum Buch des Projekts Die Gesellschaft nach dem Geld in Deutsch und in Englisch. Die englische Fassung liegt, glaube ich, sogar als komplettes PDF vor. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich noch Samuel, Lukas, Karl und Marie-Therese für ihre Spenden danken. Vielen, vielen Dank. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Stefan Meretz und Manuel Scholz-Weckerle zum Simulieren von Utopien. Herzlich willkommen, Stefan und Manuel. Hallo, danke für die Einladung. Hallo. Ja, vielleicht fangen wir kurz, aber trotzdem nochmal mit einer Vorstellungsrunde an, denn ich bin zum Teil gar nicht so ganz am Laufenden, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Vielleicht könnt ihr euch kurz einmal vorstellen. Ja, dann fange ich an. Stefan Meretz. Ich bin derzeit in Elternzeit und das Projekt ist ja beendet. Und das, was wir jetzt noch gemeinsam machen, sind noch so Nachklapp-Paper, weitere Experimente. Also wir versuchen schon auch die Ergebnisse des Projekts weiter zu nutzen und daran bin ich beteiligt. Ich bin aktiv im Commons-Institut, bin auch in der Gruppe Akut, Assoziation Kritik, Utopie und Transformation. Also weiter, so weit es neben der Elternzeit möglich ist, aktiv. Fein, dann gehe ich mal weiter. Mein Name ist Manuel Scholz-Weckerle, ich bin Senior Lecturer am Department Sozioökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien und habe dort einiges zu tun im Masterprogramm Social Ecological Economics and Policy, wo ich sehr viel unterrichte. Zusätzlich bin ich aktiv in der European Association for Evolutionary Political Economy. Das ist ein wissenschaftlicher Verein zur Förderung des Pluralismus in den Sozialwissenschaften und zur Förderung der heterodoxen Ökonomie. Also wenn man so will, kann man sagen, ich bin ein heterodoxer Ökonom mit Fokus auf evolutionäre politische Ökonomie. Also mich hat immer interessiert, wie menschliche Gesellschaften dann doch Teil des evolutionären Prozesses sind und wie man das zusammendenken kann. Und dazu habe ich mich dann irgendwann auch auf Basis meines Studiums an der Technischen Universität Wien für Computersimulation interessiert. Und da war damals Agent-Based Modeling in und solche Sachen wie Netzwerktheorie. Und da bin ich heute noch dabei. Ich hatte es in der Moderation jetzt schon angedeutet. Ihr habt im Rahmen des Projektes Die Gesellschaft nach dem Geld, das ja hier in Future Histories auch schon mehrfach vorkam, eine Computersimulation des Kommunismus erschaffen, die auf Agent-Based Modeling basiert. Nicht alle HörerInnen werden sowohl den Kommunismus als auch das Agent-Based Modeling kennen. Vielleicht können wir das zunächst einmal ein wenig einführen. Manuel, vielleicht kannst du uns da helfen. Was versteht man unter Agent-Based Modeling? Was sind seine Stärken und Schwächen? Und was kann man damit machen? Ja, gern. Also
Das Agent-Based Modeling ist irgendwie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts groß geworden. Es haben in der Denke ist es vielleicht schon, kann man sagen, bei John von Neumann auch gut angelegt, der damals zelluläre Automaten gebaut hat. Das sind so kleine quasi grid-based tabellarische Systeme, wo sich Zellen gegenüberstehen. Und das Agent-Based Modeling, was auch viel in Papierform, in Konzepten schon überlegt wurde, wurde dann halt stärker, wie die Computerberechenbarkeit und die Computer besser geworden sind, so dass man das dann auch in einem Büro machen kann und nicht an irgendeinem Großrechner im Keller von irgendeiner großen Universität in den USA. Und in den 90er Jahren hat sich das Agent-Based Modeling dann stärker entwickelt, auch im Zusammenhang mit der Spieltheorie. Das Gefangenendilemma ist ein berühmtes Beispiel, was da modelliert wurde. Der Unterschied zu anderen Arten der Modellierung liegt dort, dass Agent-Based Modeling einen disaggregierten Ansatz hat. Es ist am ehesten mit systemdynamischen Modellen verwandt, die aber noch aggregiert sind. Was spielt eine Rolle bei Systemdynamik? Da spielt eine Rolle, es gibt Bestandsgrößen und Flussgrößen, also Stocks und Flows. Und das System entwickelt sich diskret über die Zeit hinweg. Das heißt, es gibt einen diskreten Fortschritt der Zeit, t plus 1, t plus 2, und keine kontinuierliche Zeit, so wie es in aggregierten analytischen Modellen, jetzt Differentialgleichungssystemen zum Beispiel, der Fall ist, wo die Zeit immer kontinuierlich ist. Und beim Agent-Based Modeling ist es so, dass quasi pro Zeitschritt dann nicht eine einzige Einheit repräsentativ als Aggregat oder mehrere solche Aggregate sich gegenüberstehen und die Stocks und Flows zwischen diesen Aggregaten laufen, sondern man hat dann eine Vielzahl an kleinen Entitäten, Einheiten, sagen wir mal Entitäten, die miteinander vernetzt sein können, aber nicht vernetzt sein müssen. Also es gibt, man kann Agent-Based Models mit einem abstrakten geografischen Raum sich vorstellen, wo die Agenten Einheiten auf Zellen herumwandern. Man kann auch quasi Bewegung der Akteure auch hineinmodellieren und dann halt auch Sichtradius und solche Dinge. Wichtig ist zum Vergleich zu systemdynamischen Modellen, dass die Agenten eigene Bestandsgrößen haben, eigene Flussgrößen und dass die Interaktion der Agenten in den Vordergrund gestellt wird. Das heißt, man kann sehr gut soziale Prozesse darstellen, weil es darum geht, wie die Akteure interagieren und wie aus diesen Interaktionen dann gemeinsame Räume entstehen und komplexe Systementwicklungen. Das heißt, da geht es dann auch, kann man sich mit der Frage der Emergenz beschäftigen, inwiefern das System dann emergiert aus der Interaktion einzelner Agenten. Ja, und insofern spricht man beim Agent-Based Modeling von einem Bottom-up-Modeling-Ansatz, weil von unten die Agenten miteinander in Verbindung gesetzt werden und dann daraus eine emergierende Struktur entsteht. Aber man kann durchaus auch Strukturen vorwegnehmen. Das wäre sozusagen der größte Unterschied zur Systemdynamik. Und zu den herkömmlichen ökonomischen Modellen besteht halt auch ein größerer Unterschied, weil ja dort die Aggregate in kontinuierlicher Zeit in Gleichgewichtsmodellen dargestellt werden. Okay, wir haben jetzt schon gehört, emergente Bottom-up-Strukturen, das ist natürlich dann jetzt eigentlich eine Steilvorlage, dass man irgendwie eine Brücke schlägt zum Kommunismus, denn auch der kennt emergente Strukturen. Stefan, vielleicht magst du kurz mal einführen, worum es da geht beim Kommunismus, der eben nicht der Kommunismus ist, sondern von Commons kommend der Kommunismus. Genau, Kommunismus von Commons. Ja, gerne. Ja, Kommunismus ist die Bezeichnung für eben eine auf Commons basierende Gesellschaft. Commons sind selbstorganisierte Zusammenschlüsse von Menschen, die gemeinsam bestimmte Ziele verfolgen. Also Dinge herstellen, um Bedürfnisse zu befriedigen, sich um Menschen kümmern, sei es, weil sie krank, sehr jung oder sehr alt sind oder aus anderen Gründen Unterstützung benötigen. Oder auch sich um die ökologischen Netze kümmern, deren Teil wir ja sind, die aber im Kapitalismus nur als von uns getrenntes Material betrachtet wird und folglich auch im Kapitalismus systematisch ausgebeutet und zerstört werden.
Bei all diesen Tätigkeiten gibt es keine Hierarchie wie im Kapitalismus, wo ja die endlose Produktion zwecks Geldvermehrung im Zentrum steht, während die Kümmertätigkeiten, die Care-Tätigkeiten oft abgewälzt werden, häufig in den Privatbereich, häufig auf Frauen. Alle Tätigkeiten, die notwendig sind, sind auch wichtig und bekommen die Aufmerksamkeit und Ressourcen, die sie brauchen im Kommunismus. Und diese Überlegungen sind auch in das Modell eingeflossen, über das wir gleich sprechen. Vielleicht jetzt noch ein paar Features, um das nicht zu lang werden zu lassen. Ein paar Features seien noch genannt. Es gibt kein Geld, kein Markt und kein Staat. Im Kapitalismus sind das ja Institutionen der Vermittlung und Geld ist das Medium der Vermittlung. Vermittlung bedeutet die Stiftung von Beziehungen zwischen Menschen, um bestimmte Dinge zu erhalten oder zu erschaffen, die ich für meine Existenzsicherung brauche. Also zum Beispiel auf dem Markt Dinge zu kaufen oder vom Staat Leistungen zu bekommen. Es ist klar, dass nur Menschen mit ausreichend Geld ihre Existenz sichern können. Ohne Moos nichts los. So ist das im Kapitalismus. Im Kommunismus werden diese Beziehungen durch Commoning hergestellt. Und Commoning kann man verstehen als eben selbstorganisierte Kooperation zwischen Menschen oder auch zwischen Gruppen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Produktionsziele, Pflegeziele, ökologische Ziele. Freiwilligkeit ist dabei die Grundlage. Dabei können wir jetzt zwischen zwei Arten von Kooperation unterscheiden. So, das ist auch in der Diskussion immer ziemlich wichtig, zwischen interpersonaler Kooperation, also der direkten Absprache von Menschen, die sich auch kennen können, zu unterscheiden, und transpersonaler Kooperation, also Vereinbarung zwischen einander anonymen Personen. Ja, die direkte Kooperation kann sich jede und jeder noch schnell vorstellen, und meistens wird das auch mit dem Begriff der Commons assoziiert. Da wird auch sehr stark das Vorurteil reproduziert, dass Commons haben irgendwie nur was mit Lokalem zu tun. Und wir wollten eben zeigen, das kann man aber auch verallgemeinern. Die vermittelte Kooperation zwischen Unbekannten, also das, was wir zum Beispiel auch regionale, kontinentale oder globale Arbeitsteilung nennen können, ist für jede Gesellschaft eine große Herausforderung. Und hier kommt das Thema gesellschaftlicher Planung ins Spiel, auf das ich jetzt aber hier nicht weiter eingehe, weil das ist hier nicht unser Hauptthema. Ich würde noch gerne was zu den Beziehungen der Menschen sagen, denn um einen Begriff von Binyi Adamczak aufzunehmen, Kommunismus ist vor allem eine neue Beziehungsweise. Im Kommunismus haben die Beziehungen eine besondere Qualität. Aufgrund der weitgehenden Abwesenheit von Machtmitteln, also Geld und Herrschaft, kann ich eben andere nicht zwingen, das zu tun, was ich gerade brauche, sondern ich kann sie nur einladen, mit mir in eine Kooperation zu gehen, in der unser beider Bedürfnisse berücksichtigt sind. Ja, im Kommunismus kann ich anders meine Ziele nicht erreichen. Ich muss sozusagen kooperieren. Diese positive Logik der Einladung nennen wir Inklusionslogik. Und sie gilt sowohl für die interpersonale wie für die transpersonalen Beziehungen, ohne dass ich das jetzt vertiefen kann. Vor allen Dingen für die transpersonalen Beziehungen kann ich es jetzt nicht vertiefen. Um sich das im Vergleich vielleicht besser vorstellen zu können. Der Kapitalismus ist exklusionslogisch strukturiert. Hier komme ich zu meinen Zielen, wenn ich mich auf Kosten anderer durchsetze. Ob ich das will oder nicht, also das ist keine Frage der persönlichen Haltung oder Eigenschaft, sondern es ist eine Sache der Strukturen. Und wir haben dafür auch Worte, die wir dafür verwenden, wie Ausbeutung, Instrumentalisierung, Bescheißen, Ausnutzen und so weiter. Das ist einfach in den Strukturen angelegt. So komme ich im Kapitalismus voran, auf Kosten anderer. Und das auch wieder interpersonal wie transpersonal. Also auch in den internationalen, globalen Produktionsketten und Handelsbeziehungen finden wir genau diese exklusionslogische Struktur. Nicht notwendig immer und überall. Im Gegenteil, das darf nicht überall so sein, sonst würde der Kapitalismus zusammenbrechen, sondern es gibt abgespaltene Sphären, wo das nicht gilt, ja, die als Hort der Befriedung gelten. Und das sind Familien und der Care-Bereich vor allen Dingen. Dort soll das Menschenmaterial wieder repariert werden. Beides, Inklusionslogik wie Exklusionslogik, sind ursächlich keine Eigenschaften von Menschen. Das habe ich schon gesagt. Auch
wenn natürlich diese naheliegende Logik in uns eindiffundiert, ja, und auch unsere Haltung beeinflusst. Ja, also gierige Menschen sind nicht per se gierig, sondern sie sind gierig, weil sie in den Strukturen damit auch gut funktionieren. Also die Gier wird quasi nahegelegt. Ja, es sind Eigenschaften der von uns geschaffenen Strukturen und das ist wichtig. Wir sprechen auch immer von Nahelegung von bestimmten Verhalten und Nahelegung setzt Strukturen voraus. Deswegen gucken wir immer sehr auf die Strukturen, die eben ein bestimmtes Verhalten nicht erzeugen, determinieren, sondern nahelegen. So ist es im Kapitalismus naheliegend, eben funktional sich gegen KonkurrentInnen durchzusetzen und sie einfach auszuboten. Im Kommunismus ist es naheliegend und funktional mit anderen in eine Kooperationsbeziehung zu gehen, um gemeinsam Ziele zu erreichen. So viel vielleicht als grobe Skizze. Super. Jetzt wissen wir, was Agent-Based Modeling ist. Wir wissen, was der Kommunismus ist. Zumindest eine grundlegende Idee davon haben wir jetzt. Und ihr seid jetzt drangegangen und habt versucht, das beides zueinander zu bringen. Und ich bin schon unglaublich gespannt, das ein bisschen besser verstehen zu lernen, weil mir leuchtet es durchaus ein, dass diese beiden Dinge in interessanter Weise eben zueinander gebracht werden können. Und ich würde gerne ein bisschen weiter da eintauchen, wie ihr das gemacht habt. Vielleicht fangen wir da mit dem Prozess an, denn das ist ja wahrscheinlich einiges an Arbeit, dass man erstmal irgendwie zu einem Punkt kommt, tatsächlich dann auch das Modell machen zu können, weil es ja überhaupt nicht so selbstverständlich ist, dass man diese theoretischen Ideen, die Stefan da jetzt vorgestellt hat, eben auch eins zu eins in sein Modell, eins zu eins sowieso nicht, aber überhaupt in so ein Modell übertragen kann und wie man das überhaupt angehen will. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen was erzählen über den Prozess. Wie seid ihr das Ganze angegangen? Was braucht es eigentlich, um so ein Modell überhaupt zu erschaffen? Und auf was stößt man auf dem Weg dahin? Zwei Dinge. Der eine, der gruppendynamische Prozess, auf den kann ich eingehen. Und das zweite ist, warum das heute geht oder warum man da reingehen kann in so eine Fragestellung, auch mit diesen Simulationsmethoden, ist, wir haben in der agentenbasierten Modellierung, da ist einiges weitergegangen in den letzten 20 Jahren. Also vor allem auch in der heterodoxen Ökonomie, was makroökonomische Modellierung betrifft. Da gibt es schon sehr gute Modelle heute, die, glaube ich, den neoklassischen oder, sag ich mal, Mainstream-ökonomischen Modellen durchaus das Wasser reichen können. Und das heißt, wir sind weit weg von Agent-Based Modeling der 80er, 90er Jahre, wo man so ganz kleine, abstrakte Fragestellungen hauptsächlich diskutiert hat. Und heute können wir ganze Makroökonomien darstellen. Und das ist quasi dieser Möglichkeitsraum, der da entstanden ist, weil viele kritische Ökonominnen diese Modellierungstechnik jetzt verwendet haben, um aktuelle Fragestellungen der Wirtschaftspolitik und Umweltpolitik und Sozialpolitik zu untersuchen mit dieser Methode. Das ist quasi, hat auch uns quasi eine Möglichkeit gegeben, diese Fragestellung der Commons, so wie es Stefan erklärt hat, zu simulieren in einem relativ großen Raum. Ja, also die Frage eben, wie kommen die Commons dann zu einer Large-Scale Society? Das war eine zentrale Frage. Das ist auch nur möglich, weil wir einfach in der agentenbasierten Modellierung so viel dazugelernt haben, wie man größere Systeme auch mit agentenbasierter Modellierung modelliert und nicht nur kleine abstrakte Fragestellungen als quasi wissenschaftliche Sudokus da jetzt sich anschaut. Und der zweite möchte ich kurz eingehen, den gruppendynamischen Prozess, der war nämlich super. Wir sind zusammengekommen als Gruppe mit einem Projekt zur Gesellschaft nach dem Geld mit Jens Schröter, Hanno Pahl, Stefan und ich bin da zu der Gruppe hinzugestoßen. Und da haben wir Geld von der Volkswagen Stiftung gehabt, um theoretisch aus verschiedenen disziplinären Hintergründen, Medienwissenschaft, Commons-Theorie, Soziologie, Wissenschaftstheorie und halt auch heterodoxe Ökonomie, sich die Frage zu stellen, was kann eine Gesellschaft nach dem Geld sein oder wie kann man sich der Frage nähern? Und das hat da sehr gut funktioniert. Da haben wir uns als Gruppe sozusagen gefunden. Haben ein schönes Buch publiziert, Bloomsbury, Society After Money. Auch in Deutsch im Springer Verlag, Postmonetär Denken, kann ich durchaus empfehlen.
War auch schön, an dem Buch zu arbeiten. Ist, glaube ich, mal eben auch wie im Titel ein Dialog, ein erster Schritt gewesen. Und auf Basis dessen haben wir überlegt, mit der Volkswagen Stiftung auch, waren wir in Kontakt, ob man nicht da ein Nachfolgeprojekt machen kann. Und da war uns ziemlich klar, dass wir jetzt nicht einfach ein zweites Buch, so ein Sammelband an netten Essays produzieren wollen und können, sondern dass wir halt was Neues machen wollen. Und da war zuerst die Idee, ob man nicht ein Spiel macht, ein Serious Game. Ich habe mich da unabhängig auch schon länger damit beschäftigt, mit Computerspielwelten und wie man diesen Game-Gedanke auch ins utopische Denken reinbringen kann, gerade auch mit agentenbasierter Modellierung. Nur ist das eine sehr herausfordernde Aufgabe, würde ich mal sagen, die mehr Fördermittel bräuchte und viel mehr Mitarbeiterinnen und Expertise auch aus der Computerspielszene. Das ist Expertise, die haben wir nicht. Und dann haben wir uns zusammengefunden und die Frage gestellt, ob wir eine Computersimulation dazu machen können. Und haben das Stefan und ich relativ im Tandem Design überlegt, innerhalb von ein paar Monaten, wie man das entwickeln kann. So ein Modell zum Kommunismus. Und wie die Skizze da war, Antrag geschrieben an die Volkswagen Stiftung, gesendet. Da gab es dann noch, soweit ich mich erinnern kann, ein Hearing. Also das war halt ein zweistufiger Prozess. Und zum Erstaunen von uns und zur Überraschung haben wir dann Zusage zu den Mitteln bekommen und haben losgelegt. Jetzt, Stefan, vielleicht willst du noch was dazu sagen. Ja, ich sage vielleicht noch was wirklich zu dem Entwicklungsprozess, den ich sehr spannend fand. Also dann, als der zweite Teil des Projekts auf der Schiene war, ging es ja darum, ja, was machen wir denn da jetzt genau? Und wir hatten ja den großen Vorteil, dass wir mit dem Buch Kapitalismus aufheben von Simon Sutterlitti und mir, da hatten wir schon eine Textgrundlage und auch quasi eine konzeptionelle Grundlage. Und da war relativ schnell klar, bevor wir jetzt selber nochmal einen Prozess, ein Konzept entwickeln, nehmen wir das. Und versuchen das eben zu simulieren. Wir haben also echt viel diskutiert, wie wir die verschiedenen Ansätze zusammenbringen. Und dann war klar, also zumindest für uns als Commons-Gruppe, wir können nicht direkt der Programmiergruppe, der Modellierungsgruppe sagen, mach das jetzt, implementiert das so und so, sondern wir brauchen einen Zwischenschritt. Und dieser Zwischenschritt war dann das Narrativ. Das Narrativ ist eine Erzählung mit den Elementen, die später im Modell und dann auch in der Implementierung, in der computertechnischen Implementierung auftauchen sollen. Und diese Erzählung ist einerseits eine Geschichte und andererseits hat sie semiformalen Charakter. Also semiformal, halbformal, ja deswegen, weil wir eben diese ABM-Bausteine, also die Bausteine des Modells im Blick haben, aber noch nicht den Programmcode formulieren, sondern wir haben so eine Halbformalsprache dann aufgeschrieben, haben zum Beispiel auch gesagt, ja, wie kann man dann zum Beispiel so etwas wie eine Emotion, das ist ein Baustein, den wir als Eigenschaft von den Agenten im Modell drin hatten, wie kann man das dann letztlich abbilden? Weil klar ist, das ist eigentlich ja was super Komplexes, eine Emotion, kann, glaube ich, jede und jeder nachvollziehen, aber dennoch, wenn wir es simulieren wollen, wenn wir das zu einer Eigenschaft von Agenten machen wollen, dann müssen wir es formalisieren und dem irgendwie einen Wertebereich zuweisen und damit dann operieren. Und diesen Schritt haben wir versucht, im Narrativ zu machen. Und dieses Narrativ ist dann sozusagen nochmal kritisch umgearbeitet worden von der Modellierungsgruppe in den Programmcode, sodass wir quasi zwei, wenn man so will, Reduktionsschritte hatten, also zwei Übergänge waren von uns zu leisten. Ja, einmal von der Theorie ins semiformale Narrativ und dann vom Narrativ in den Programmcode. Und bei beiden Schritten mussten wir Entscheidungen treffen, was wir darstellen und was wir nicht darstellen können. Und das sind natürlich immer Reduktionen dessen, was eigentlich die Wirklichkeit ist, die wir abbilden wollen oder auch die gedachte Utopie. Genau, ich will noch hinzufügen, das Narrativ, es ist nicht irgendwie noch kein Pseudocode. Pseudocode wäre quasi fürs Programmieren eine
kurze Anleitung, sich mal den Code aufzuschreiben, damit man die Prozesse durchdenkt. Das ist sehr üblich, wenn man, also in der Softwareentwicklung sowieso, aber auch beim Modellieren macht das Sinn. Und der Schritt zum Pseudocode, das dauert dann noch. Aber man muss auch hinzufügen, quasi, wenn man so ein Narrativ hat, dann hat man ja schon mal ein Modell. Also ein theoretisches Modell, das ist schon mal da, ein Konzept. Und dann der Schritt zur Simulation ist dann wirklich konkrete Umsetzung. Wie kriege ich das da rein? Und da haben wir, da möchte ich auch ganz groß hervorheben, die Projektmitarbeiterin, die Lena Gerdes und der Ernest Eigner. Wir haben da zu dritt am Anfang viel herumgetüftelt, gemeinsam mit Stefan und Simon, wie man das dann umsetzen kann. Wir verwenden dazu, es kommt immer wieder die Frage, na, wie soll man das überhaupt, weil wir jetzt ja schon von Computertechnik gesprochen haben, in welcher Programmiersprache soll man sowas umsetzen? Generell gibt es da keine Rules. Man kann verwenden, was man will. Wir verwenden traditionell hier, ich habe das schon immer verwendet, NetLogo. Das ist eine Simulationssoftware, Open Source, die für Agent-Based Modeling geschrieben wurde, extra. Und die bietet viele Vorteile. Es ist jetzt nicht gerade die schnellste Engine, aber mit den modernen Computern ist das jetzt nicht so wild. Und man hat vor allem auch eine sehr gute Testumgebung. Und wir waren das gewohnt. Und man kann sich bei NetLogo, wo es ja wirklich darum geht, dass man soziale Prozesse modelliert, das ist genau angelegt dafür, kann man sich dann auch mehr auf Modell konzentrieren, weil das ist dann schon noch eine zweite Sache. Wenn ich sage, okay, na, ich möchte das in Java oder in C++ umsetzen oder heute wird das wahrscheinlich in Python machen, dann muss ich schon mehr Code produzieren, Konstrukte, Abstrakte produzieren, damit ich dann meine Modelleinheit da überhaupt in den Lauf bekomme. Ne? Bei NetLogo zum Beispiel und bei anderen Simulations-Toolkits gibt es Libraries, die kann man dann verwenden für Agents zum Beispiel, ja, oder für bestimmte Prozesse, die halt einfach öfters vorkommen bei der Modellierung, die dann schon dort drinnen implementiert sind und kann sich dann mehr auf das Modell konzentrieren und muss jetzt nicht quasi da eine neue Software für jedes Modell schreiben. Ja. Ja, das sind jetzt schon super spannende Anknüpfungspunkte, denn also mich würden diese Übersetzungsprozesse in jedem Fall sehr interessieren. Also vielleicht fangen wir mal erst damit an, Stefan, als ihr das Narrativ entwickelt habt, was waren denn die Bedingungen, die ihr von der Programmiererinnengruppe aus bekommen habt oder sagen einen Rahmen, den ihr bekommen habt, innerhalb dessen ihr euch bewegen solltet. Also was musstet ihr berücksichtigen in der Art und Weise, wie ihr dieses Narrativ entworfen habt? Und was waren das vielleicht für euch schon für Restriktionen oder auch Möglichkeiten? Das kann ja auch sein. Also vielleicht war das ja auch was, wo ihr das Gefühl hattet, aha, okay, durch diesen Anspruch der Formalisierung haben sich bestimmte Gedankengänge in einer spezifischen Art und Weise konkretisiert, die vielleicht sonst so nicht forciert worden wäre oder sowas. Also was in diesem ersten Transformationsprozess hin zum Narrativ, was waren da so die Bedingungen, die damit einhergingen? Also im Grunde hatten wir keine Vorgaben und Constraints, sondern wir haben vorher, kann ich mich erinnern, etliche Workshops gemacht, wo wir auch sozusagen schon einfach schlicht an der Tafel mit Skizzen und Pfeilen und so weiter ein abstraktes Modell in unserem Kopf sich geformt hat, wie man sowas machen kann. Und das, was wir ja eingebracht haben, sind ja auch zwei Theoriequellen, die dann nachher zusammengebracht wurden. Das eine kommt aus der kritischen Psychologie, weil wir nämlich eine Individualtheorie brauchten. Denn wir wollten nicht so ein Simple-Agent als so ein Homo economicus Simple-Automaten implementieren, sondern wir wollten eine, ja, in der Annahme, dass in der kommunistischen Gesellschaft eben die Bedürfnisse und damit auch die Gefühle, Motivationen, Erfahrungen und so weiter eine große Rolle spielen, weil die auch in das gesellschaftliche Gesamt, in der Auseinandersetzung, in der Verhandlung mit den anderen einfließen. Deswegen wollten wir die unbedingt auf der Individualebene modellieren. Und da haben wir als Grundlage die kritische Psychologie genommen. Und auf der Gesellschaftstheorie-Ebene haben wir sehr viel von der Wertkritik genommen,
die uns da inspiriert hat. Also das waren so die beiden Theoriequellen. Und bei der Modellentwicklung kann ich mich erinnern, war es halt schon in der Commons-Gruppe sehr wichtig, einen Informatiker dabei zu haben. Ich war das. Weil nämlich die beiden anderen, Simon Sotoletti und Annette Schlemm, die kommen eher aus der Soziologie, Philosophie und so weiter. Und genau diesen Schritt zu machen von den Realweltverhältnissen, die ich als Philosophin zum Beispiel ja mit bestimmten Kategorien beschreiben kann, oder als Soziologe mit bestimmte gesellschaftliche Strukturen mit bestimmten Kategorien erfassen kann, wenn ich von denen dann eine Formalisierung mache, dann muss ich ganz viel abschneiden. Und ich kann mich an ganz, ganz viele Gespräche erinnern, wo ich dann immer sagte, ja, jetzt überlegt's euch, wie kann man das zwischen 0 und 1 abbilden? Was würdet ihr da für einen Wert vorsehen? Wie kann man das mit Emotionen machen? Und die haben dann immer gestöhnt, oh Gott, da geht ja alles verloren und so weiter. Da sage ich, na ja, es geht zwar was verloren, aber wir machen ja kein psychologisches Modell, sondern wir machen ja eher ein soziologisches Modell, ein Gesellschaftsmodell. Das heißt, es kommt nicht darauf an, dass wir am Ende zum Beispiel Emotionen, Motivation und so weiter formalisieren und damit algorithmisieren. Also sie verhalten sich ja dann auch irgendwie, die Agenten miteinander. Damit sind sie wieder kleine Automaten, sondern es kommt darauf an, dass wir eine Verteilung haben. Also dass wir individuelle Agenten erzeugen. Und das ist halt die große Möglichkeit, wie Manu gerade beschrieben hat. Das ist die große Möglichkeit, dass ABM das kann oder dieses Tool. NetLogo das kann, dass wir nämlich lauter individuelle Agenten erzeugen. Also wir machen nicht 1.000 gleiche am Anfang, sondern 1.000 unterschiedliche und würfeln dabei, um eine gewisse Verteilung von Eigenschaften zu haben, die dann aber in ihrer Interaktion wieder automatisch oder algorithmisch sind. Uns interessiert aber nicht die einzelnen Agenten, sondern die Gesamtverteilung. Wie ist die Gesamtverteilung beschaffen und kann man die auch mit bestimmten Realweltdaten wiederum plausibilisieren. Das haben wir ja auch in unserer Publikation ja drin, dass wir sagen, naja, es gibt Überlegungen zu bestimmten Gruppenkulturen und von daher können wir die Formalisierung dieser Gruppenkulturen, die wir dann gemacht haben, plausibilisieren und dem auch einen Realgehalt versuchen zuzugeben. Also unsere Begründung, warum wir dann auch Schlüsse ziehen können, ist eben genau die. Wir haben eine Verteilung von bestimmten Verhaltensweisen, die im Durchschnitt mutmaßlich einer Verteilung von Verhaltensweisen in einer solchen Gesellschaft entspricht. Uns interessiert nicht das einzelne Individuum. Ja, und nein, würde ich sagen. Also, oder beziehungsweise nochmal nachgefragt. Also, gerade in Bezug auf die Emotionen wäre das ja jetzt eigentlich dann interessant, dann nochmal genauer drauf zu gucken, weil die Tatsache, dass es am Ende eine Vielzahl von unterschiedlich orientierten Agentinnen innerhalb der Simulation sind, ändert ja noch nichts daran, dass die einzelnen Emotionen innerhalb der Agentin dann doch eigentlich binär orientiert modelliert worden ist, oder? Also das bleibt ja trotzdem erhalten, dass, wenn ich mich richtig erinnere, im Narrativ die Emotion eigentlich eine Funktion aus unterschiedlichen Bewertungen, eigentlich eher eben funktionalen Bewertungen ist, ne? Also das ist quasi das Ergebnis einer mehr oder minder kalkulierenden Abschätzung von wie sehr meine Umgebung und die Dinge, die sich mir nahelegen, meine Bedürfnisse befriedigen oder sowas, jetzt mal ein bisschen verkürzt dargestellt. Und das wird dann als Emotion modelliert, als eine Art von auch Bewertung des Ist-Zustands oder der Potenzialität des Zustands, auch in die Zukunft gedacht. Aber eben eigentlich trotzdem immer noch in einer binären, auch algorithmisierten Logik, wenn man so will. Also das heißt, dann habe ich zwar innerhalb des einzelnen Agenten, der einzelnen Agentin, habe ich zwar was, was ihr Emotion nennt, aber das ist halt bei Weitem natürlich, hast du ja selber auch gesagt, überhaupt nicht das, was man jetzt allgemein als Emotionen bezeichnen würde, die ja sogar oft eben gar nicht in so einem auch so ein bisschen rational kalkulierenden Modus eigentlich ja operiert. Und das bleibt sozusagen in der Modellierung ja dann trotzdem noch außen vor, auch wenn ich sozusagen eine Vielzahl unterschiedlichster Agentinnen habe, die
dann eine eben emergierende Struktur entwickeln können. Aber ich sehe schon, Manuel hat seine Hand gehoben, um wahrscheinlich darauf einzugehen. Auch Stefan möchte noch was dazu Leg los, sagen. Stefan, wenn du was hast. Ja, vielleicht einfach direkt dazu, also nochmal aus der kritischen Psychologie geguckt. Tatsächlich sind unsere Emotionen, ist unsere Bewertung von dem, wie wir gerade uns befinden. Also wie gerade unsere Lebenslage ist, was gerade los ist mit uns und so weiter, das spiegeln uns unsere Emotionen wieder. Ja, die zeigen uns, wie wir gerade drauf sind, wie wir gerade in welcher Lage wir, mit welchen Aufgaben, welchen Ängsten und so weiter, was vielleicht nicht geschafft werden kann, etc., etc. Das spiegeln uns unsere Emotionen wieder. Also man könnte verkürzt sagen, Emotionen bewerten Situationen. So hast du es auch formuliert. Und genau diesen Aspekt der Bewertung der jeweiligen Situation, das haben wir quasi implementiert. Und da die Agenten halt unterschiedlich sind, ist zwar diese Emotion sozusagen von der Funktionalität her die gleiche, die bewertet immer nur, wie ist meine Situation? Also zum Beispiel, wie geht's mir gerade? Wie gut bin ich versorgt angesichts meiner Bedürfnisse? Und welche Aktivitätsorientierung habe ich jetzt? Also was dann die Gruppenkulturen aus sind. Und diese Bewertung fließt dann ein in die Handlung sozusagen. Und das in der Tat algorithmisch. Aber durch die Verteilung eben mal so und mal so und mal so, und das ergibt dann ein Gesamtspektrum. Manuel, Entschuldigung, ich mag dir noch einmal kurz darauf eingehen. Ich mag nur noch mal nachfragen. Also, weil das finde ich nämlich eine sehr relevante Aussage eigentlich jetzt von dir, Stefan, weil das ja eigentlich eine Modellierung der Akteurin, nicht nur im Modell, sondern du sagst ja jetzt eigentlich auch realweltlich gesehen sozusagen, die Modellierung der Akteurin als eine rationale Akteurin ist, also ein Rational Agent sozusagen, als wären, aber das stimmt doch, also das ist interessant, dass das jetzt sozusagen in der kritischen Psychologie, die du ja dann hernimmst, quasi so gedacht wird, aber es ist nicht so, dass, es ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit in dieser Art und Weise kalkulierend durch die Welt rennen, sondern gerade Emotionen sind ja eigentlich oft etwas, was sich einer solchen rationalen Bewertung eigentlich auch entzieht, die in so einer Art und Weise, die jetzt fast schon nach einer Kosten-Nutzen-Rechnung klingt, eigentlich ihre Umwelt permanent bewerten würde. Also das finde ich interessant, dass das jetzt sozusagen deiner Perspektive eigentlich so eine sehr, sehr stark rationalistische Perspektive fast schon zugrunde liegt. So klingt das jetzt fast. Ich finde interessant, dass du das als rationalistisch hörst. Ich meine es ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Deswegen Weil wundert es mich ja. Emotionen sind gerade nichts, was durch meinen Kopf hindurchgeht, sondern Emotionen habe ich. Emotionen habe ich. Ich kann mich dann dazu verhalten, dass es mir zum Beispiel schlecht oder gut geht, aber erstmal habe ich die Emotionen. Und diese Emotionen, die ich habe, und das ist dann die kategoriale Überlegung der kritischen Psychologie, die haben was mit meinem in der Welt sein zu tun. Das ist nicht nur eine Innerlichkeit, ich habe die ganz privat für mich, sondern die sagen was über meine Beziehung zur Welt, zu meiner Lebenswelt aus. So, das ist eine kategoriale Überlegung und das ist auch begründet und so weiter. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und jetzt kommt dann auch in der kritischen Psychologie, was mache ich jetzt mit diesen Emotionen? Ich kann die nämlich jetzt nutzen als Erkenntnismittel. Das ist dann aber eine psychologische Fragestellung, die hatten wir gar nicht. Die war für uns uninteressant. Für uns war nur interessant, die Agenten bewerten ihre Situation und diese Bewertung fließt danach in, wenn du so willst, rationale Überlegungen ein. Was möchte ich eigentlich haben? Wie sind meine Bedürfnisse? Wie will ich tätig sein? Und was verspricht für mich die beste Versorgung und Zufriedenheit? So, also das sind zwei Ebenen und wir wollten gerade auch die nicht rationale Ebene mit drin haben. Ja, spannend, ja. Ich bin gespannt, weil, wie das für mich klingt, wenn ich dann die Folge später nochmal anhöre, ja. Ja, Manuel, bitte. Ja, also ich glaube, dass mit Stefans Lektüre der kritischen Psychologie da wesentliche Komponente reinkommt. Ich selber kenne mich da nicht so gut aus. Beim Umsetzen von dem, wenn ich dann so einen Agenten habe, der verläuft rational, ne? Das ist ganz klar. Also da gibt es Regeln, nachdem sich dieser künstliche Agent verhält. Und man kann natürlich einen Faktor Irrationalität, also rational im Gegensatz
zum Rational Actor oder das Rational Choice, der Neoklassik, da ist schon nochmal ein großer Unterschied, weil ja das Modell des rationalen Akteurs in der Neoklassik aufbaut auf dem Prinzip der vollständigen Information. Das heißt, der repräsentative Agent in einem neoklassischen Modell verfügt über vollständige Information, also zumindest nach Lehrbuch, und kann dann eine optimale Entscheidung fällen. Zum Beispiel klassisches Lehrbuch, Exempel aus der Ökonomie, die Haushaltsentscheidung. Ne? Der Agent hat ein Budget zur Verfügung und hat dann irgendwelche fixen Präferenzen und wählt dann das Güterbündel, ein bestimmtes Güterbündel zu einem bestimmten Preis. Das ist dann die optimale Entscheidung. Aber das kann die Agentin oder der Agent auch nur machen, wenn sie eher die vollständige Information über den Marktprozess hat. Und die agentbasierte Modellierung kann da jetzt einen Faktor reinbringen, der bei Herbert Simon aufgetaucht ist, der Bounded Rationality. Das heißt, die Akteure sind rational, handeln rational, aber auf Basis lokaler Information. Das heißt, es spielt Nachbarschaft, Neighborhood, soziale Gruppe eine Rolle und die Frage, woher denn die Information kommt und welche Informationsflüsse es gibt, auf welchen Ebenen. Ja. Ob das jetzt immer eine aggregierte Information ist, die da zurückgespielt wird, das wäre dann noch lange kein Agent-Based Model. Da ja, könnte man auch von einer Mikrosimulation sprechen. Wenn die Akteure quasi immer nur ihren eigenen isolierten Pfad verfolgen und das Feedback in ihrer, also die Response im nächsten Zug, eine Response ist für ein Aggregat, ja, zum Beispiel das Produktionsniveau in Runde 1 und das Produktionsniveau in Runde 2 und dann agieren die Agenten darauf, dass ist auch eher langweilig für die Frage der sozialen Prozesse. Für die Frage der sozialen Prozesse ist natürlich entscheidend, wie sind diese Agenten vernetzt und in welchen Gruppen und in welchen Räumen bewegen sie sich und wo kriegen sie ihre Informationen her. Und dann bin ich schon in einem, sage ich jetzt nicht realistischeren, also realistischen Abbild, aber in einem realistischeren Abbild, weil wir alle natürlich von lokaler Information abhängig sind, wo diese Information herkommt und wie wir die dann verarbeiten. Und so sind halt auch im agentenbasierten Modell agieren dann über die Zeit manche Agenten anders als andere, weil sie eben von bestimmten Agenten lernen und Informationen übernehmen und die in ihr Verhalten übertragen. Die Frage der Emotion, wie wir das genannt haben, für mich war das immer eine gewisse Art des Wellbeing. Also das ist sozusagen ein Abbild des individuellen Wohlbefindens und bewertet, genauso wie Stefan das sagt, eine Distanz zu einer Lage. Das heißt, das ist quasi, da wird dann im Modell, also dann später in der Simulation, im Code, geht es da um Distanzen. Wie weit bin ich weg vom Bild der Agenten? Und dann kann man hinzunehmen, und das haben wir natürlich auch getan. Es geht in diesen Modellen, wollen wir halt hervorheben, wie die Agenten lernen von anderen. Und dann geht es darum, na, wie weit bin ich weg von einem bestimmten Durchschnitt, von einer Peer Group. Und das kann jetzt eine Produktivgruppe sein, also wo die Agenten produzieren, kann aber auch eine Lebensgruppe sein oder ein anderer quasi Querschnitt in den sozialen Netzwerken. Und von dort kommt dann die Information her und so wird dann das individuelle Wohlbefinden bewertet. Also was ist die Distanz? Und im Modell geht es dann darum, oder haben wir halt auch im Entwicklungsprozess so gemacht, na, wie machen wir diese Bewertung? Und wo sind quasi die Bemessungsgrundlagen? Ja, was sind die Lagen, die bemessen werden sollen? Und wie wird bemessen? Und wie entsteht daraus dann zukünftiges Verhalten? Weil die haben jetzt nicht forward-looking expectations da drinnen, dass sie ihr zukünftiges Verhalten im Trend vorberechnen und daraus eine Verhaltenskurve quasi entwickeln, nach der sie stur agieren. Weil sie sind jetzt nicht besonders intelligente Agenten, sie reagieren kurzfristig. Ne? Also sie haben jetzt nicht ein Langzeit-Memory, das wäre dann eine nächste auch Untersuchungsform. Man muss sich dann überlegen, zahlt sich das auszuuntersuchen oder nicht. Aber mit dem kann man natürlich spielen, gibt es ein Kurzzeitgedächtnis der Agenten? Gibt es ein Langzeitgedächtnis? Inwiefern spielt die eigene Historie der Entscheidungen eine Rolle?
Und wird der Entscheidungsprozess mehr abgebildet durch die individuelle Geschichte an Entscheidungen oder durch die soziale Geschichte der Entscheidungen? Und welche sozialen Geschichten sind dann eben entscheidend? Das Modellierungsteam bewerten, das ist ganz klar, das kann der Agent nicht machen. Und insofern glaube ich, kann man mit der Emotion schon man kann den Begriff natürlich diskutieren. Ich finde das natürlich passend, weil es geht genau um diese Lage, aber es ist eine Art individuelles Wohlbefinden für mich. Und daraus kann man dann sich anschauen, wie ist das in der Gesamtheit? Was ist soziale Wohlfahrt? Das muss ja auch bewertet werden. Wenn man jetzt in so einem Modell ist, in so einem utopistischen, dann geht es mir ja nicht darum, dass ich ein Produktivitätsmaß habe wie das Bruttoinlandsprodukt und ich bewerte alle Entscheidungen danach oder es wird alles danach hinten angestellt. Da muss ich mal ja überlegen, okay, na, was sind denn jetzt unsere Bemessungen? Auch für uns zur Analyse, oder was sollen wir denn da jetzt von dem Modell als Ziel sehen? Ja, wo sollten diese Gesellschaft hin? Ja, wunderbar. Also da kamen jetzt schon ganz viele Sachen auf, die wir auf jeden Fall noch besprechen wollen. Also zum einen kam natürlich auf, dass man sehr stark herausgehört hat, Manuel, dass natürlich der Modellierer, die Modelliererin, dadurch, dass er oder sie bestimmt, was die Parameter sind, entlang derer bewertet wird und was eben die Ziele sind und so weiter, wie der Aufbau insgesamt sind, natürlich einen ganz großen Einfluss hat auf ja, auf das Modell, logischerweise, ja. Was aber natürlich auch nochmal unterstreicht, und das, denke ich mal, braucht ja zwischen uns hier nicht gesagt werden, aber vielleicht an die allgemeine Zuhörerinnenschaft nochmal gerichtet, dass natürlich so ein Modell in keiner Form irgendwie eine objektive Abbildung irgendeiner Gegebenheit darstellt oder sowas, sondern dass natürlich die Modelliererin da einen großen Einfluss drauf hat, wie die Dinge aufgestellt sind und allein schon durch die Art und Weise der Fragestellung natürlich eine bestimmte, ja, Perspektivierung auch mitgibt, würde ich sagen, ja. Aber vielleicht wollen wir da mal ein bisschen tiefer eintauchen, einfach in diese verschiedenen Aspekte, die du da jetzt angesprochen hast, Manuel, die ja letztlich viel einfach eben mit dem Aufbau dieses spezifischen Modells zu tun hat, weil die HörerInnen, die kennen das ja jetzt nicht. Du hattest jetzt verschiedene Aspekte eingebracht, die aus dem Kommunismus kommen, so wie Lebensgruppen zum Beispiel. Da gibt es also verschiedenste Einheiten, die man jetzt so noch nicht kennt. Aber eben natürlich dann auch die Frage, okay, bei so einer Emotion, was bedeutet das denn? Was sind denn die verschiedenen Parameter, aus denen sich diese modellierte Emotion zusammen stellt. Also was wird da genau abgefragt? Ja, vielleicht können wir versuchen, da so ein bisschen ein Bild davon zu zeichnen, woraus dieses Modell denn jetzt eigentlich gebaut worden ist. Was gibt es für verschiedene Ebenen und welche verschiedenen Einheiten werden da in das Modell hineingesetzt, um den Kommunismus zu modellieren? Zuerst zur Frage der Ontologie und Methodologie noch kurz. Ein Modell ist kein objektives Abbild und kann auch nicht sein. Es gibt natürlich in der Wissenschaftstheorie Debatten, ob Modelle, Simulationen für Vorhersagen genutzt werden sollen. Wenn Sie jetzt, keine Ahnung, der IPCC, die machen ja auch Berechnungen über den Klimawandel und da wird simuliert, wie denn eine bestimmte durchschnittliche Gradveränderung Auswirkungen hat auf Extremereignisse. Ja. Das braucht es alles. Wir verwenden hier jetzt Modelle, also bei mir auch in der Lehre und in der Forschung. Wenn ich ein so ein Modell verwende, dann ist der Anreiz ein didaktischer und nicht ein Anreiz der Vorhersage und Prognose oder der Zieltreffergenauigkeit auf die Realität. Ich möchte allen auch jetzt in den Kursen oder Forschungskolleginnen vermitteln, dass es darum geht, Systeme zu bauen, Welten zu bauen, von denen man was lernen kann, weil sie ein bestimmtes Design haben. Dass ich daraus jetzt eins zu eins Schlüsse machen kann, was ich da in der Welt ändern soll, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, es geht eher darum zu verstehen, okay, wie konstruiere ich so ein Modell, was kann ich daraus lernen für die Gesellschaft durch diesen Konkretisierungsprozess. Es war ja auch bei dem Modell, bei dem Projekt stets im Vordergrund. Diese Frage der Konkretisierung kann ja auch die Philosophie und die Debatte, was ist ein Kommunismus, verbessern. Ja. Weil man sich präzise Gedanken
Überlegungen machen muss, die man vielleicht oder Überlegungen machen muss, die man vielleicht vorher gar nicht Sinn hatte. Ja. Und so ist es auch eben beim Abbild, wenn du fragst, welche Komponenten sind da drinnen. Unser Modell ist, hat eine biophysikalische Grundlage. Das war uns ganz wichtig, weil wir halt auch stark aus der ökologischen Ökonomie kommen. Und da gibt es also Ressourcen, wenn wir jetzt quasi von dort beginnen wollen. Es gibt verschiedene Gruppen, Produktivgruppen. Und eine von diesen Produktivgruppen sind Ressourcengruppen, die quasi harvesten, minen Resources und geben die dann weiter. Das heißt, was wir haben, vom ökonomischen Aspekt her, haben wir ein Input-Output-Modell, wo die Prozesse, also wo die Komponenten, die für die Erzeugung von Mitteln notwendig sind, durch eine Kette durchgehen. Input und Output. Auf der Frage der Agenten, die sind in Lebensgruppen und in diesen Lebensgruppen machen sie interpersonale Pflege und leben zusammen. Ja. Dann gibt es eben die Produktivgruppen, die beginnen bei der Ressourcengruppe. Dann gibt es Senken, also ökologische Senken, die quasi CO2 umsetzen können. Auch dort braucht es Agenten, die das machen. Dann gibt es einen Input-Output-Block an mehreren Produktionslevels, wo es unterschiedliche Produktivgruppen gibt, die vorherige Inputs brauchen, um andere Mittel zu erzeugen, die dann weitergegeben werden, bereitgestellt werden an Gruppen, die immer näher in Richtung des Verbrauchs gehen. Ja. Und wir haben ein Bereitstellungssystem. Es gibt also keinen Markt. Das ist genau die Konzeption, die wir zentral aus dem Kommunismus-Konzept übernehmen wollten. Eine ex-ante Koordination der Bedürfnisse. Und da spielt eben eine große Rolle die Produktivbedürfnisse, die der Stefan hervorgehoben hat. Das kann er sicher genauer noch betonen, wie das funktioniert. Wichtig ist, dass auf Basis der Produktivbedürfnisse Agenten in unterschiedlichen Gruppen arbeiten wollen, weil sie bestimmte Arbeitsprozesse priorisieren über andere. Und es kann auch sein, dass Agenten lieber in Pflegeeinrichtungen, in Care-Mean-Groups arbeiten wollen. Also das wären jetzt Altersheime, Kindergärten, Krankenhäuser. Das wäre die transpersonale Pflege, Transpersonal Care. Und dann gibt es noch die Lebensmittelgruppen, also die Life Means Groups. Das ist aber jetzt nicht jetzt auf Lebensmittel Bezug auf die Ernährung, sondern alle Mittel, die zum Leben gebraucht werden. Und so ist das Modell quasi auf der ökonomischen Seite ein Input-Output-Modell und daneben quasi die Pflegeeinrichtungen abgebildet, die aber auch Inputs brauchen, also zum Beispiel Maschinen. Alle Produktivgruppen produzieren Maschinen oder Zwischengegenstände, Zwischenmittel, die weitergegeben werden. Und auf Basis von dieser Inputs ist halt dann der schlussendliche Output abhängig. Das heißt, es ist bei diesem Modell dann schon darum gegangen, wie man diese Kette stabilisiert. Also da hat sich dann vor allem auch die Lena im Coden vertieft, dann das schlussendlich das System stabil hinzubekommen. Vielleicht nur noch mal kurz, weil ich da jetzt noch gerade dran hänge, Manuel, weil du das jetzt eben so formuliert hast, dass es also das Bereitstellungssystem gibt und daneben dann die Pflege. Inwiefern, weil ja im Kommunismus also wirklich richtigerweise immer betont wird, dass es eigentlich keine Produktion ohne Reproduktion gibt und ich hatte das aber immer so verstanden und fände das auch konsequenter und also, wie gesagt, so habe ich es auch verstanden, dass eigentlich es gibt keine Produktion, die nicht immer auch zwingend zeitgleich quasi Reproduktion ist. Also so, das war immer die Auffassung, wie ich das sozusagen verstanden hatte, ne? Dass man eben ja diese Trennung eigentlich überwinden soll. Wenn jetzt aber, vielleicht habe ich es aber auch nur falsch verstanden, wenn jetzt sozusagen innerhalb der Modellierung die Reproduktion wieder eigentlich außen, also nicht außen vor, sie wird ja mit hineingenommen ins Modell, aber quasi getrennt gedacht wird, dann würde das ja eigentlich diese
diese notwendige Zeitgleichheit oder zwingende Verbindung wieder aufheben, von der ich immer dachte, dass sie im Kommunismus eigentlich wie so ein Fundament darstellt, was ich auch immer extrem gut daran fand, muss ich sagen. Aber vielleicht habe ich es dann nur falsch verstanden oder den Nebensatz war quasi einfach so formuliert, dass ich das falsch verstanden habe. Ja, damit ist eigentlich nur gemeint, wenn wir jetzt ein Krankenhaus hernehmen. Also es wird im Kommunismus ja durchaus, wenn es kein Krankenhaus gibt, dann wird es irgendein Primärversorgungszentrum kommen, weil wenn sie über den Arm bricht, wird man das irgendwie behandeln müssen. Ja. Und diese Gruppe steht dann neben einer Fahrradwerkstatt. Ja. Das ist gemeint mit steht daneben. Ja. Also das wird nicht dieselbe Gruppe sein, werden nicht dieselben Akteure sein, die ein Fahrrad reparieren und eine Hand. Ich meine, vielleicht, das weiß ich nicht, wie das in der Zukunft aussehen mag, ob das alles Multitasking-Menschen sind, die zugleich ein Fahrrad reparieren können und eine Hand oder ein Herz oder eine komplexe Cloud-Server-Infrastruktur aufstellen. Ich denke, da wird schon auch Spezialisierungen geben müssen. Ja, also voll. Auch wenn Produktion und Reproduktion simultan passieren muss, wird es unterschiedliche Orte geben der Produktion und der Pflege. Das ist gemeint mit der steht nebeneinander. Ja, okay, nee, dann habe ich das, glaube ich, einfach Also wir anders könnten das auch genauso gedeutet. für den produktiven Bereich anschauen und auch dort gibt es Produktion und Reproduktion sozusagen. Ja, auch die Maschinen wollen gepflegt werden. Genau, Auch ja. zum Beispiel CO2-Emissionen wollen dann behandelt werden, eben in den Senken und so. Das ist ja wieder Teil der Reproduktion. Und dieses eben nicht mehr auch von der Tätigkeitslogik auseinanderzureißen wie im Kapitalismus, das ist das Entscheidende. Nicht so sehr, dass es Tätigkeitsteilung gibt und Spezialisierung und so weiter, wie Manuel gerade sagte, ne? Das ist nicht der Punkt. Und wir wollten einfach den Aspekt des Care, dass das ein sehr, also auch gesellschaftlich gesehen von der Dimension her, ist das ein sehr wichtiger Bereich. Und deswegen wollten wir den unbedingt explizit als Tätigkeitsbereich drin haben. Ja, voll. Nee, nee, das verstehe ich eh. Natürlich muss es Arbeitsteilung geben, aber zum Beispiel, es muss ja, also ich glaube, warum ich es jetzt oder worum es mir ging, und das hattest du jetzt eigentlich auch angesprochen, ne? Also es muss ja die Herstellung bestimmter Dinge komplett anders angegangen werden, wenn man aufhört, sagen die bestimmte Bereiche einfach als Externalitäten abzutun. Ne? Also dann, und deswegen muss es dann eigentlich auch eine bestimmte Trennung, auch vom Prozess her eine bestimmte Trennung überwunden werden, in der ich quasi in erster Instanz erstmal haufenweise Scheiß erzeuge, also Schmutz erzeugen oder Abfälle oder was auch immer erzeugen darf und dann später kümmert man sich drum, wie man mit denen umgeht, sondern nein, es muss ja eben im Prozess der Herstellung eigentlich dieser Gedanke der Reproduktion immer schon mit eingeflochten sein. So hatte ich das jetzt. Aber da sind wir überhaupt nicht im Dissens, das sehen wir alle so. Na fein. Also, dann gehen wir doch über mal so ein bisschen dazu, diese Fragestellungen, die ihr jetzt an dieses Modell gestellt habt, ein bisschen genauer anzugucken, weil es hatte ja einen Grund, warum ihr all das gemacht habt. Ihr wolltet ja was rausfinden über den Kommunismus, ne? Und also das, was ich ja so spannend fand jetzt genau an dieser spezifischen Konstellation war, dass es, also ich finde intuitiv zumindest mal recht plausibel erscheint, dass eine solche spezifische Form des Simulierens, wie es das Agent-Based Modeling eben ist, dass die sehr gut geeignet erscheint, um so etwas wie den Kommunismus eben zu modellieren und daraus dann bestimmte Erkenntnisse auch zu gewinnen. Ihr hattet da auch eine relativ konkrete Fragestellung, die ihr an das Modell herangetragen habt, und die war: Welche Rolle spielt die inkludierende Versorgung innerhalb und zwischen Kulturen bzw. Gruppenkulturen für die stabile soziale und wirtschaftliche Reproduktion in einem großräumigen Netz von Commons? Und wie kann die Kooperation durch bestimmte institutionelle Mechanismen stabilisiert werden, wenn es keine inkludierende Versorgung gibt? Das ist jetzt Zitat Ende sozusagen. Das wäre quasi die Fragestellung. Das klingt jetzt so ein bisschen kompliziert vielleicht für Leute, die mit dem Kommunismus nicht so vertraut sind. Vielleicht, Stefan, vielleicht magst du einfach nochmal so ein bisschen uns näher bringen, was ihr auch für euer eigenes Modell oder eure eigene Idee des Kommunismus mit dieser Simulation herausfinden wolltet. Was war das, was ihr das Gefühl hattet, was ihr daraus gewinnen könnt für euch?
Verschiedenes. Also, wie Manuel betonte, geht es auch um ein Lernen am Modell. Und deswegen haben wir teilweise Dinge herausgefunden, die wir auch so erwartet haben. Also es ist nicht so, dass wir völlig überrascht wurden, sondern wir haben ja in gewisser Weise das Modell auch so zugeschnitten, dass das, was wir sehen wollen, auch tatsächlich eintritt. Für uns war immer dann interessant, wenn irgendwelche Hinderungsgründe auftreten, wenn irgendwas aus dem Ruder lief und so weiter. Das konnte man sehr schnell in der laufenden Simulation sehen. Und dann war immer die Frage, haben wir da falsche Annahmen reingesteckt und so, weil wir würden ja erwarten, dass zum Beispiel Kooperation sich durchsetzt. Ja, also deswegen klingt es vielleicht profan. Wir haben herausgefunden, was wir auch erwartet haben. Ja, und zwar, wenn sich Kooperation maximal entfalten kann, dann sind Gesellschaften besonders stabil. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil ja alle Gesellschaften auf Kooperation basieren. Und man könnte sagen, eine Gesellschaft ist per Definition ein Kooperationszusammenhang. Ja, wenn man das so sieht, dann ist es allerdings eine historische Merkwürdigkeit, dass der Kapitalismus Kooperation durch Trennung herstellt. Ja, erst werden alle Menschen und Betriebe und so weiter voneinander getrennt, um sie dann über ein drittes Geld und Markt wieder zu verbinden. Also für uns ist das so selbstverständlich, aber ich glaube, ein außerirdischer Beobachter würde sagen, was macht ihr da für einen totalen Quatsch und Umweg? Und dann produziert ihr noch unglaublich viele Externalitäten, die ihr dann im Nachhinein aufräumen müsst. Kann man das nicht alles schon vorher inkludieren in die Kooperation? Und das ist das, was wir gemacht haben. Ja, also genau dieses, wir können auch vorher alles inkludieren und schon in dem Prozess der Produktion und Reproduktion einbeziehen und damit auch vermeiden, dass dieses auseinanderfällt, die Trennungen auch vermeiden, das erscheint uns utopisch. Aber dabei entspricht es sozusagen eigentlich der Qualität von Gesellschaft. Ja, die Gesellschaft, wenn man die als Kooperationszusammenhang versteht, dann ist die Gesellschaft, die sozusagen ihre Kooperation maximiert, die stabilste und ich glaube auch für die Menschen geeignetste Gesellschaft. Und das wollten wir zeigen. Also wenn wir quasi die Kooperationsbremsen, Hindernisse, Hürden, Trennungen und so weiter versuchen rauszunehmen, stellt sich das raus, zeigt sich das, was wir auch erwarten. Und so war es dann auch. Und das haben wir dann mit Gruppenkulturen gemacht und da würde ich an Manuel jetzt mal übergeben. Ja, sehr gern. Also noch zum Design des Modells, diese Input-Output-Struktur, von der ich gesprochen habe, das ist jetzt nicht so, dass pro Produktionsniveau da eine Gruppe ist, die das dann produziert. Nein, es ist so konzipiert, dass pro Produktionsniveau es mehrere Produktivgruppen gibt, die das erzeugen. Und die Agenten, die sind ja nach Konzept auch freiwillig in diesen Gruppen. Das heißt, die können da aus- und einsteigen, wie sie wollen. Auch das muss man alles modellieren, wie die ein- und aussteigen, warum die ein- und aussteigen. Es sind dann sehr viele Details, die man dann auch im Papier nachlesen kann, wie wir das spezifisch ausmodelliert haben. Aber das hat einen großen Effekt und das muss man sich überlegen. Ja. Und das sind so Präzisionsfragen, die man wenn man jetzt eine Utopie konzipiert, ich meine, wer schon immer das Privileg hat, eine Utopie konzipieren zu dürfen, der sollte schlussendlich auch mal darüber nachdenken, na, warum Personen, Agenten, wie auch immer, da bei der einen Produktivgruppe aktiv sind und nicht bei der anderen und warum die sich jetzt darum kümmern, ein Ökosystem aufrechtzuerhalten und zu reproduzieren oder andere lieber eben eine Hand reparieren oder ein Herz und der nächste ein Fahrrad reparieren soll. Diese Fragen muss man dann umsetzen. Ja. Also das ist im Modell abgebildet. Wir haben dazu viel überlegt, wie dieser Entry und Exit von Agenten in Gruppen stattfindet. Deswegen ergeben sich auch unterschiedliche Größen an Gruppen. Was dann hinzukommt, was Stefan angesprochen hat, für uns war die Fragestellung relevant, ist das so eine commons-basierte Gesellschaft stabil im großen und large scale? Und die Frage ist dann langweilig zu beantworten, wenn man sagt, okay, die Agenten, die sind von Start auf alle gleich, weil dann wird sich das entweder leicht stabilisieren oder nie stabilisieren.
Für uns war dann als nächste Fragestellung relevant, ja, was ist, wenn die Agenten, die ja an sich heterogene Merkmale von Beginn an haben, aber dann noch klassifiziert sind nach unterschiedlichen Kulturen oder kulturellen Gruppen? Ist auch eine Fragestellung, die übrigens in der Cultural Evolution Debate und auch natürlich in der Anthropologie und evolutionären Anthropologie eine große Rolle spielt, warum sich bestimmte Kulturen so und so entwickelt haben und andere nicht und wie Kulturen miteinander umgehen. Und wir haben jetzt hier relativ große Gruppen, Kulturen skizziert. Es gibt eine ökologische Gruppe, es gibt eine traditionalistische Gruppe und eine modernistische Gruppe und eine Zufallskultur. Diese Kulturen unterscheiden sich auf Basis von vier Charakteristika, die alle Agenten haben. Sie haben alle ein Level innerhalb eines Ego-Spektrums. Die haben alle ein Level innerhalb eines Leisure-Spektrums. Also Leisure im Sinne von, wie viel ist mir das wert, dass ich den Dingen nachgebe, die mich selbst am meisten interessieren, sozusagen. Ist aber nicht Ego, sondern eher in Richtung, wie viel möchte ich in Produktion sein mit in Produktivgruppen und wie viel nicht. Dann gibt es ein Öko-Level, ist innerhalb eines Ökospektrums. Wie sehr ist es mir als Agentin, als Agent wichtig, dass die ökologische Reproduktion, sprich Nachhaltigkeit, Priorität hat? Und dann noch einen Gegensatzparameter, nämlich die Produktivität. Und da unterscheiden sich die Kulturen. Also die ökologische Kultur hat vor allem hat eher ein niedrigeres Ego-Level, also sind, wenn man so will, altruistischer. Ein, sage ich mal, gemitteltes Leisure-Level. Die wollen quasi halb-halb in Produktivgruppen aktiv sein, als auch in Lebensgruppen die Zeit verbringen. Da geht es natürlich auch um Zeit und wie Zeit verwendet wird, ja, weil es gibt nun mal nur so und so viel Stunden am Tag und so viele Tage in der Woche. Da muss man ja schon irgendwie eine Vorstellung haben, wie man die verwenden will. Und dann das Öko-Level gegenüber ist das Produktivitätslevel. Da ist die ökologische Kultur immer ein niedrigeres Ego-Level, ein mittleres Leisure-Level, ein hohes Eco-Level, also Nachhaltigkeitspriorität und ein eher niedrigeres Produktivitätslevel. Das heißt, da ist die Produktivität, wie viel Output am Ende des Tages produziert wird, nicht so gewichtet wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit. Bei den Traditionalisten ist das gespiegelt. Da brauche ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Dann gibt es eben diese modernistische Kultur, die so eine Mischung, wo auch eher altruistischer, aber der Gegensatz zur Ökokultur ist quasi, dass die Produktivität eine höhere Priorität hat. Die Zufallskultur, das wird gewürfelt und das sind all jene dann drinnen, die halt nicht in diesen Spektren vorhanden sind. Auf welcher Basis können wir solche Kulturen überhaupt annehmen? Ja, wir diskutieren eine zukünftige Gesellschaft in einer fernen Zukunft. Dafür gibt es keine empirischen Werte, da können wir auch keine empirische Validierung durchführen, weil wir kennen keine Leute aus der Zukunft, also ich zumindest nicht. Und deswegen haben wir soziologische Studien herangezogen von einem Kollegen aus Deutschland, Dennis Eversberg, der hat untersucht, inwiefern es Mentalitäten gibt, Social Ecological Mentalities, sozial-ökologische Mentalitäten in Deutschland. Und das ist empirisch erhoben. Ich möchte jetzt nicht auf die Methoden eingehen und auf die Theorie dahinter. Das kann man alles im Detail nachlesen. Das Papier ist bei uns referenziert. Und wir haben das quasi als Ausgangspunkt für diese Kulturen verwendet. Und da mich eben diese Frage der Evolution von Kulturen im Zusammenhang mit politischer Ökonomie und Gesellschaftsentwicklung langfristig auch immer interessiert hat, habe ich das als interessanten Aspekt gefunden, den wir diesem Modell hinzufügen können. Weil es ja darum geht, welche Mechanismen braucht man, dass diese unterschiedlichen Kulturen sich gegenseitig auch Dinge zur Verfügung stellen? Und warum sollten sie anderen Kulturen Dinge zur Verfügung stellen? Ja. Also bei den Traditionalisten ist es zum Beispiel so, ja, die haben jetzt nicht so ein Interesse daran, als anderen Gruppen zur Verfügung stellen, sondern präferieren die Bereitstellung zu gruppenähnlicher Kultur. Wenn es jetzt aber, wenn man absieht von allen institutionellen Mechanismen, die diese Kooperation zwischen den Gruppen und
innerhalb der Gruppen, weil man könnte ja quasi jetzt einen Querschnitt in der Produktionskette haben, der rein nach Kultur A funktioniert, ja, dann hat man von der Kultur in jedem Produktionsschritt und in der Versorgung und Pflege diese Kultur A. Das ist natürlich instabil, ne? Also wenn die Kulturen jetzt nicht sich gegenseitig Mittel zur Verfügung stellen und sie darauf angewiesen sind, dass andere Produktivgruppen, die in anderen Produktionsniveaus produzieren, dass sie von denen die Mittel bekommen, dann ist das fragil, ne? Und die Frage ist, welche institutionellen Mechanismen braucht man dann oder braucht man eben nicht, dass sich das trotzdem stabilisiert? Und das wollten wir dann untersuchen. Ein Mechanismus, den man auch aus der Cultural Evolution Theory immer besprochen hat, ist halt die Frage der direkten und indirekten Reziprozität zum Beispiel. Oder die Frage, die wir dann, also ein Mechanismus, den wir als institutionelle Allokation hinzugenommen haben, ist, dass es Lagerstätten gibt, Inventories, die kulturübergreifend sind. Quasi pro Produktionsniveau gibt es dann Lagerstätten, oder ich glaube, haben wir jetzt dann schlussendlich über die Produktionsniveaus hinweg, aber es gibt allgemeine Lagerstätten, worauf die unterschiedlichen Kulturen dann zugreifen können, falls es Versorgungsengpässe gibt. Das ist ja immer quasi zur Abfederung des Produktionsprozesses. Wenn ein bestimmtes Produktionslevel die Mittel nicht mehr erzeugen kann, die für andere Levels notwendig sind, eine bestimmte Maschine oder bestimmte Zwischenmittel, dann kann die ganze Produktion ja erliegen. Das kann ja, und das ist eben das Spannende in komplexen adaptiven Systemen, das kann ein bestimmter Moment sein. Und dann braucht es eben ein Konzept in so einer Gesellschaft, wie mit so einem Moment umgegangen wird. Und in den Gesellschaften haben sich halt institutionelle Mechanismen entwickelt, die das dann stabilisieren. Da haben wir bestimmte untersucht. Ja. Das war der Anreiz dazu. Wie exklusive Verteilung, inklusive Verteilung und kulturabhängige Verteilung schlussendlich einen Effekt hat auf die Versorgung aller in diesem System und auf den generellen Systemzustand dieser künstlichen Gesellschaft. Ja, auch dort konnte man dann sehen, dass die Kulturen, die eher sozusagen an Mitglieder ihrer eigenen Kultur denken und mit denen kooperieren, aber mit anderen weniger, also die eher eine, ich sage jetzt mal, eine borniertere Sicht haben, dass die auch die größeren Probleme kriegen, während die großzügigeren Kulturen, die in Anführungsstrichen altruistischer orientiert sind, die also nichts dagegen haben, dass sie auch andere mitversorgen, dass die also stärker auf Kooperation ausgerichtet sind, dass die weniger Probleme bekamen. Also auch hier der Effekt sozusagen, mehr Kooperation sorgt für größere Stabilität. Aber das kann man natürlich nicht voraussetzen in einer Gesellschaft. Und deswegen die Frage, was kann man denn trotzdem tun, um bestimmte Stabilität zusätzlich sicherzustellen? Denn wir wollen eben gerade nicht mit der Annahme in den Kommunismus sozusagen gehen, alle Menschen sind Altruisten und denken immer nur an die anderen. Sondern die Regel wird eher sein, ich denke mal erstmal nur an mich und meine Nächsten und an denen orientiere ich mich auch, von denen lerne ich. Und dann, ja, müssen wir auch mit dieser Heterogenität, die Probleme machen kann, umgehen. Und das war eben eine der Fragestellungen, ob das gelingen kann und mit welchen Mitteln. Also ich habe ganz viele andere Fragen noch, aber vielleicht knüpfen wir trotzdem jetzt erstmal noch dort an. Was waren denn dann die Bedingungen, die es brauchte, damit eine solche Nahelegung funktionieren kann und dann auch ihre stabilisierende Funktion erfüllen? Also es wurden ja jetzt schon zwei Sachen angesprochen. Einmal die indirekte Reziprozität und die Lagerstätten. Das sind quasi, wären zwei Elemente, die jetzt innerhalb der Simulation ausgetestet worden sind, aber so ganz bringe ich es in meinem Kopf jetzt noch nicht zusammen, weil das sind ja an sich jetzt eben keine, also Lagerstätten sicher schon, aber jetzt sowas wie die indirekte Reziprozität ist ja nichts, was im Kommunismus als ein solcher Mechanismus für die Herstellung von Stabilität vorgesehen ist. Das heißt, wir befinden uns jetzt eigentlich, nur damit ich das gedanklich vielleicht auch so ein bisschen zusammenbekomme, korrigiert mich dann bitte gerne, wir befinden uns eigentlich in einer Testsituation, die
wenn man so will, auch eine Transformationsphase ist, in der eben noch viele unterschiedliche Kulturen, von denen eine kommunistisch orientierte ist, aber gleichzeitig gibt es eben auch die Traditionalistinnen und die traditionären Kulturen und die modernistischen und so. Es gibt diese verschiedenen Kulturen und man guckt jetzt quasi, wie ein Übergang hin zu einem, wenn man so will, voll entwickelten Kommunismus, der dann auch umfassender ist, aussehen kann. Verstehe ich das richtig? Also einfach jetzt nur noch mal kurz, um zu checken, ob ich jetzt quasi diesen Aufbau richtig verstanden habe. Also der Kommunismus ist kein Erziehungsprojekt, sondern der geht schon davon aus, dass gerade dort sich Individualität und damit Unterschiedlichkeit entfalten kann. Und er schöpft sozusagen ja auch seine Kraft aus dieser Unterschiedlichkeit und Individualität, weil Individualität bedeutet ja auch unterschiedliche Formen von Kreativität, um in kritischen Situationen dann bessere Lösungen zu finden. Ja? Also das kriegst du ja nicht in gleichförmigen Gesellschaften, sondern kriegst du eher in individuell orientierten Gesellschaften. Das heißt, das ist eine wichtige Grundannahme. Die Menschen sind eher unterschiedlich. Und eine zweite Grundannahme, das jetzt auf theoretischer Ebene ist, wir werden sehr viele Konflikte haben, weil die Unterschiedlichkeit da ist. Nur die Konflikte werden jetzt aufgrund der maximalen Abwesenheit, vollständig wird es das nie geben, aber maximalen Abwesenheit von Machtmitteln kann ich nicht einfach den Konflikt abkürzen, indem ich sage, ich diskutiere jetzt mit dir nicht, sondern ich hau dir einen über die Rübe, wenn du nicht, oder ich kaufe etwas, weil ich das Geld habe. Ja, das ist ja auch der Einsatz von Machtmitteln, Geld, um über die Arbeitskraft von anderen zu verfügen. Und wenn ich diese Mittel nicht mehr habe, dann muss ich kooperieren, um Ziele durchzusetzen. Aber ja nicht für jeden und überall in jeder Situation, sondern das muss ich auch erstmal kapieren, dass zum Beispiel indirekte Reziprozität, was ja bedeutet, ich stelle Dinge zur Verfügung und hoffe, ahne oder weiß, irgendwann kriege ich über einen anderen Weg ja auch wieder was zurück. Also das ist eine reziproke Beziehung, die ich eingehe, die ist nur nicht direkt. Also das ist nicht interpersonal, sondern es ist sozusagen eine transpersonale Zirkulation von Mitteln, die ich am Schluss aber brauche, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn ich das mal gecheckt habe, dann ändert sich natürlich auch meine Haltung. Aber wir können es nicht zur Voraussetzung machen, sondern es muss auch mit den, sage ich mal, narrow-minded Leuten passieren, die sagen, mich interessieren die anderen erstmal nicht, ich gucke erstmal nur auf meine Leute und funktioniert das trotzdem. Inwieweit die dann irgendwann lernen, dass mehr Kooperation sich, wenn man so will, auszahlt, ja, würde ich auch mal von ausgehen, dass es eine Tendenz gibt, wie in jeder Gesellschaft, Strukturen einfach bestimmte Verhaltensweisen als funktional erscheinen lassen. Und im Kommunismus ist es eben die Kooperation. Im Kapitalismus ist es die Konkurrenz. Also es wird schon auch einen Trend in die Richtung geben, aber zur Voraussetzung kann man es nicht erheben. Und besonders brisant wird es, und ich glaube, da wirst du noch nachfragen, ist, wenn man an die Transformation denkt. Also wir kommen ja nicht aus einer Situation, wo alle schon dieses Mindset haben, sondern wir kommen ja eher aus einer Situation, wo Leute eher das gegenteilige, konkurrenzförmige Mindset noch haben. Aber wir müssen trotzdem die Transformation auch uns vorstellen können. Ja, also ich merke, ich habe anscheinend auch die indirekte Reziprozität falsch verstanden, weil ich das jetzt, als ich das im entweder Narrativ oder in dem Paper gelesen hatte, so verstanden hatte, als ob es nicht, wie du jetzt gerade gesagt hast, bedeuten würde, dass ich davon ausgehe, dass wahrscheinlich, aber vielleicht auch nicht, sozusagen, wenn ich jetzt was gebe, ich auch irgendwann mal was zurückbekomme, sondern ich hatte es eigentlich so verstanden, dass das eine Bedingung ist, dass es eigentlich dann in der auf eine Art von Tausch darstellt, aber das meintest du ja jetzt eigentlich nicht, ne? Dann hatte ich das, glaube ich, einfach falsch verstanden. Ich hätte gedacht, dass es quasi ist, ich gebe nur etwas, wenn ich auch zwingend weiß, dass etwas zurückkommt. Dann ist das eigentlich genau was anderes. Okay, bevor wir weitergehen, ich mag aber trotzdem noch kurz drauf eingehen, weil das, glaube ich, schon was ist, was man natürlich unmittelbar denkt, wenn Stefan, du jetzt sagst, wir haben herausgefunden, was wir erwartet haben herauszufinden, dass natürlich wahrscheinlich viele ZuhörerInnen, ich eingeschlossen als Moderator, natürlich sofort denke so, aha, na ja gut, dann haben die halt das Modell so getweakt, damit das herauskommt, was sie wollten, dass herauskommt. Das heißt, die sofort sich anschließende Frage wäre also,
Welche Annahmen habt ihr mit einbauen müssen, damit das so rauskommt, wie ihr euch gedacht habt, dass es rauskommt? Was wurde da, also was waren sozusagen die ersten Schritte? Weil das wird ja ein sich herantasten gewesen sein und das wird nicht sofort alles so aufgegangen sein, wie ihr euch das gedacht hattet. Was waren denn die Dinge, auf die ihr dann gestoßen seid, wo es dann eben wahrscheinlich mutmaßlich eben nicht geklappt hat? Und was wurde wie verändert, damit es dann geklappt hat, in Anführungsstrichen? Weil das ist ja ein total interessanter Prozess dann eigentlich, ne? Das kann ich im Detail gar nicht sagen, weil das ist eine Frage der Implementierung und des immer wieder laufen Lassens und des Feststellen, das läuft aus dem Ruder und da müssen wir noch was verbessern. Ja, ich kann dazu schon was sagen. Also die Sache der Inventories zum Beispiel. Ja. Also es ist auch generell so in der heterodoxen Ökonomie, das kommt halt sehr stark auch aus dem Postkeynesianismus und aus dem Institutionalismus, dass die Lager eine große Rolle spielen für den Koordinationsprozess. Jetzt unabhängig, ob das eine Marktgesellschaft ist oder eine kommensbasierte Gesellschaft. Ja. Also Produktionseinheiten. Die Gesamtkoordination ist sehr stark abhängig von diesen Lagergrößen und wie viel man auf Lager produziert. Weil es natürlich individuell für die Gruppe ja auch aus ökologischer Reproduktionslogik darf es ja nicht sein, dass ich da jetzt Massen auf Lager produziere, weil dann habe ich natürlich einen enormen Waste. Das will ich ja auch nicht. Und das sind halt so Dinge, wie groß diese Lager sein sollen. Und ob es eben Lager gibt, auf die mehrere zugreifen können, die wir jetzt beim Simulieren erlernt haben, wie das in dieser künstlichen Gesellschaft schlussendlich zum Tragen kommt. Ja. Und da haben wir natürlich, da geht es dann ums Testen. Ja. Das ist der Spannende einer Simulation. Man macht diese Experimente. Am Schluss von der Simulation muss man natürlich Monte Carlo Simulationen machen, die den Random Faktor, damit man den die Stochastizität des Modells, der Simulation schlussendlich eingreifen kann in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Simulation durchlaufen lasse, einmal, dann kann ich aus dieser einmaligen Abwicklung des Prozesses ja nicht viel lernen. Ja. Beim Programmieren selber und in der Entwicklung bin ich natürlich immer nur in einem singulären Durchlauf und teste mich da heran, wie zum Beispiel diese Lagergrößen, ja, zum Beispiel, oder inwiefern der Einstieg in Produktivgruppen und der Ausstieg in Produktivgruppen oder der Einstieg in Pflegegruppen oder der Ausstieg in Pflegegruppen, wie der reguliert ist, inwiefern auch das soziale Lernen eine Rolle spielt. All das sind Dinge, die man im Vorhinein nicht weiß, ja, und da einfach nicht reinstecken kann. Und dann am Ende ist das herausgekommen, was wir angenommen haben. Das stimmt natürlich. Im Großen eventuell, ja, aber in der ganzen Komplexität haben wir hier enorm viel dazugelernt, ja, weil wie kann man das abbilden? Was ist das soziale Lernverhalten? Wie müssen diese Größen ausschauen? Und das lernt man, finde ich, das ist eben das didaktische Element an Computersimulation, dass man da halt Experimente machen kann mit Gesellschaften, die halt empirisch nicht möglich sind. Oder auch wirtschaftspolitisch. Ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, probieren wir aus, 1 Million Menschen oder 100.000 Menschen kann man es Ökonomie. Ja. Das wird schwierig umzusetzen sein. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise muss ich mich dorthin annähern und die Simulation, die Computersimulation erlaubt das Erstellen solcher Räume, wo ich dann eben lernen kann, ja, wie entscheidend sind diese Lagergrößen und reicht es aus, wenn die ein individuelles Lager haben, auf das diese eine Produktivgruppe zugreifen kann? Oder wie wichtig ist es, dass diese Produktivgruppen über die Kulturen hinaus auf gemeinsame Lager zugreifen können? Stabilisiert enorm, ja. Und wie groß ist die Rolle vom sozialen Lernen? Wenn sich jetzt alle nur an den Mittelwert eines sozialen Netzwerkes, sind ja auch alles unterschiedliche soziale Netzwerke, orientieren, dann ist es ein anderer Lernprozess, als wenn der vielfältiger ausgestaltet ist, ja. Und das bekommt man da mit. Das ist die Komplexität. Und es ist sehr didaktisch, weil man natürlich lernt, wo sind die Stellschrauben, wie man sich da annähert. Aber das sind Details. Und das kann ich schlussendlich dann nur herausfinden mit
Monte Carlo Simulationen. Das heißt, ich muss ein Parameter-Setting, das ich definiere, die und die Parameter möchte ich testen. Was kommt da bei den Variablen für unterschiedliche Verläufe heraus? Wenn ich das testen will, dann muss ich eine einzige Simulation, ja, mindestens 20, 30 Mal, besser 50 bis 100 Mal wiederholen. Ja, dann muss ich diese Würfel einfach 50, 100 Mal werfen, damit ich herausfinde, was im Mittel da für eine Verteilung rauskommt. Weil sonst habe ich nur ein singuläres Ergebnis, ein Schnappschuss des Modells, der ein kompletter Ausreiter sein kann, ja. Ein Verlauf, der nicht repräsentativ ist. Und natürlich muss ich das für so eine Computersimulation machen, weil sonst kann ich gar keine Aussagen treffen. Deswegen wird man bei uns im Paper in der Results Section von den Simulationsexperten, findet man Zeitreihen von Variablen, die, bin mir jetzt nicht sicher, Durchschnitt oder Median enthalten über, sage ich jetzt mal, 50 Wiederholungen für genau, oder 100 haben wir gemacht, für genau dieses eine Parameter-Setting. Und dann schaue ich mir an, als, ja, als Wissenschaftler, wie ist die Verteilung über diese Wiederholungen? Das heißt, wie groß ist das Zufallselement? Wenn diese Verteilung enorm ist, dann ist ist das Modell und die dazugehörige Simulation sehr chaotisch. Das heißt, würde dann überhaupt sehr abhängig sein, einfach nur vom Zufallselement, wenn dieser Raum, diese Bandbreite an Ergebnissen enger ist, dann ist das Modell, bewegt sich auf einen geordneten Pfad. Ja. Und bei komplexen adaptiven Systemen ist man natürlich daran interessiert, genau an Systementwicklungen, die halt dazwischen liegen, ja, die weder chaotisch noch vollkommen geordnet sind. Und das überprüfen wir mit Wiederholung an Simulationsexperimenten. Dadurch können wir dann erst Schlüsse ziehen über das generelle Systemverhalten. Da sind wir dann natürlich weit vom einzelnen Agenten weg, sondern versuchen dann am Schluss natürlich schon eine Makroperspektive daraus zu gewinnen, mit welchen Parameterveränderungen es zu unterschiedlichen Zeitreihenverläufen kommt. Und so kann man das dann auch wissenschaftlich abschließen, ja, weil sonst hat man ja nur Momentaufnahmen, ja. Ich hätte mal noch zwei Nachfragen, bevor wir weitergehen zu den emergenten Strukturen, die mich auch sehr interessieren. Wegen den Lagerstätten, das wird dann aber einfach gesetzt, oder? Oder wird auch ein Prozess modelliert, der verhandelt, unter welchen Bedingungen die Agentinnen und Agenten bereit sind, solche Lagerstätten herzustellen? Ja, das könnte man schon machen, aber wir haben da Vereinfachung. Ja, also das wird gesetzt, Wird einfach die gesetzt. Lagergröße. Ja. Und ähnliche Richtung von der Frage her, woher kommen die Eigenschaften der Kulturen und inwiefern gibt es da, sagen, wechselseitige Wirkprozesse, wenn man so will? Weil jetzt zum Beispiel bei der ökologisch orientierten Kultur, es ist ja unmittelbar mit der, also mit infrastrukturellen Fragen zum Beispiel verbunden, ob ich es mir leisten kann. Jetzt mal so ganz banal gesprochen, ökologisch zu denken. Also Leute, die, was weiß ich, in einem permanenten Prekariat verhaftet sind und in jetzt heutigen Gesellschaften gesprochen quasi keine großartigen monetären Mittel zur Verfügung haben, denen wird es natürlich viel schwieriger fallen, ökologische Aspekte mit einzubeziehen in ihre alltägliche Praxis, weil es einfach faktisch teurer ist zum Teil. Ja? Also da müsste es ja eigentlich irgendwie ein Wechselspiel geben, weil man nicht einfach, sonst würde man ja eigentlich auf eine Art diesen Fehler begehen, dass man das sowieso individualisiert. Ne? Also wie wenn jetzt beim CO2-Abdruck die Leute so tun, als wäre dann die einzelne Person individuell schuld an diesem und jenem CO2-Fußabdruck und dabei ausgeblendet wird, dass das natürlich einen ganzen Kontext ausblendet und infrastrukturelle Bedingtheit ausblendet, die dazu beigetragen hat, dass dieser spezifische Fußabdruck zustande gekommen ist und so weiter. Bei der ökologischen Frage, da sind wir gerade auch an einer Erweiterung des Modells, weil was im Modell noch nicht abgebildet ist, in dem Modell, was in der Publikation, von der wir da die ganze Zeit sprechen, ist die Feedback Loop nicht vollständig abgebildet. Das heißt, was heißt das? Es wird CO2 emittiert, ja, von allen produktiven Einheiten.
Und das wird gemessen. Und es wird darauf auch geantwortet mit der Ökosystemförderung, jetzt mit dem Bilden von Sinks. Aber was nicht drinnen ist, ist schlussendlich für die Frage des Klimawandels und der globalen Erwärmung der Feedback von den CO2-Emissionen auf den Temperaturanstieg, den durchschnittlichen Temperaturanstieg und vom durchschnittlichen Temperaturanstieg der Feedback auf die Extremwetterereignisse. Das heißt, da spricht man dann im standardökonomischen Sinn, aber auch heterodox von Integrated Assessment Models sprechen. Das sind jene Modelle, die halt auch der Weltklimarat verwendet. Integrated Assessment insofern, weil die Produktion einen Einfluss hat auf die CO2-Emission, die CO2-Emission Einfluss hat auf den durchschnittlichen Temperaturanstieg. Der durchschnittliche Temperaturanstieg wird dann modelliert in einer Klimabox und erzeugt Wetterereignisse. Das Spannende wäre dann eben auch bei uns im Modell, dort wollen wir dann hin. Das ist schon, im Grunde haben wir das schon ausprogrammiert, dass eben solche Wetterereignisse dann Schaden verursachen. Das kann Struktur betreffen und würde dazu führen, dass es zu Ausfällen kommen kann. Zum Beispiel in der transpersonalen Pflege. Ja, wenn da jetzt Krankenhäuser getroffen sind oder Schulen oder Kindergärten, dann wird das einen Effekt haben. Ja, zum Beispiel, wenn Menschen dann mehr Care-Bedürfnisse haben als vorher. Oder es werden Produktionsstätten getroffen, dann hat man dort einen Ausfall an Maschinen und die müssen wieder nachgebaut werden etc. Und diese Feedback Loop, die ist es wichtig, da noch abzubilden, dass man auf die ökologische Frage und unter Anführungszeichen, was du meinst, die Kosten der Nachhaltigkeit, ja, die sozialen Kosten der Nachhaltigkeit, das sprichst du ja an, wenn ich das richtig verstanden habe, muss man das mit einbeziehen. Ja. Da sind wir jetzt noch nicht voll dort, ja, weil die Feedback Loop nicht geschlossen worden ist. Also was wir integrieren wollen, sind zwei Aspekte. Einerseits den globalen Effekt, eben, dass die CO2-Emissionen zu erhöhten Wetterereignissen, Katastrophen führt, die dann Schaden verursachen. Das ist bei agentenbasierten Simulationen schön darzustellen, weil der Schaden ja nicht unbedingt immer gleich auftreten muss. Man weiß ja nicht, wo der Wirbelsturm schlussendlich durchzieht oder welcher Fluss am Ende des Tages bei Starkregen überflutet. Ja. Genau das macht ja die reale Situation auch so schwierig für viele Menschen, diesen Abstraktionsschritt zu machen, dass meine Emissionen und die Emissionen einer Großkonzern ökonomischen Struktur der fossilen Industrie halt Schaden erzeugen an anderen Orten der Welt. Dass das ein vernetztes System ist, ist ja eine entscheidende Reflexion, wo ja die Menschheit ja noch lange nicht angekommen ist. Ne? Und das ist aber wichtig. Ne? Der zweite Aspekt ist der lokale, dass bei Produktion irgendeine Art von lokaler, regionaler Verschmutzung eintreten wird, ist auch klar, weil man ja mit Baustoffen irgendwie arbeiten muss, die an Schaden auf die Umwelt verursachen wird. Und das kann natürlich zu Gesundheitsproblemen führen bei den Menschen oder Agenten dann im System, die dann dort wohnen oder arbeiten. Das heißt, diese zwei Aspekte, glaube ich, muss man da im Modell integrieren, um dann schlussendlich zu beantworten, wie können wir uns das, wie geht sich das gesellschaftlich aus? Wie können wir das gesellschaftlich stabilisieren, dass Einzelne getroffen werden, aber dafür gesorgt wird, dass die Reproduktion nicht unterbrochen wird? Ein bisschen war es, glaube ich, ein Missverständnis, weil ich meinte eigentlich was anderes, aber wir brauchen das gar nicht unbedingt jetzt nochmal durchgehen, weil ich glaube, ich kann es in die nächste Frage mit hineinpacken, weil, also was mich ja eigentlich interessiert hätte oder was ich sagen wollte, war, dass die, ihr hattet diese verschiedenen Kulturen gesetzt und dass die Eigenschaften dieser Kulturen, die entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Das war so ein bisschen der Punkt, beziehungsweise die Eigenschaften der Agentinnen innerhalb dieser Kulturen entstehen nicht im luftleeren Raum. Also, dass ich in der Art und Weise, wie ich mich auf andere und meine Umwelt beziehe, eine ökologische Perspektive einnehmen kann,
sage ich jetzt mal bewusst ein bisschen polemisch, ist auch bis zu einem gewissen Grad, nicht vollständig, aber bis zu einem gewissen Grad, ein Luxus oder für manche ist es ein Luxus, die sich eben, weil für sie, sagen die Infrastruktur, das Infrastrukturell nicht gegeben ist, dass sie die Ressourcen haben, um das quasi vollumfassend tun zu können, weil es, ja, genau, weil es halt zum Teil was kostet sozusagen. Aber das ist einfach nochmal ein bisschen ein anderer Aspekt, glaube ich. Ich versuche das mal hineinzuweben in die nächste Frage, weil ich würde gerne auf jeden Fall noch darauf eingehen, inwiefern das Agent-Based Modeling in der Lage ist, eine Grundannahme des Kommunismus, nämlich die Grundannahme emergenter Strukturen, nämlich tragfähiger Strukturen, zu bestätigen oder zu widerlegen. Also ich habe mich gefragt, ob ihr wohl ja so eine Transformationsphase, wenn man so will, auch modelliert habt, in der einmal durchgespielt worden ist, ob und wenn ja, wie sich ein Kommunismus denn herausentwickeln kann hin zu einer tragfähigen Struktur und welche Eigenschaften und welche, ja eben vielleicht auch institutionellen Parameter es braucht, um diese Nahelegung der Kooperation, die im Kommunismus ja angenommen wird, sagen vollumfassend auch Wirklichkeit werden zu lassen. Also vielleicht auch noch mal zu der ersten Frage, die du wiederholt hast. Im Kommunismus gibt es ja kein Geld. Das heißt, erstmal gibt es sowas wie Universal Basic Services für alle. Das heißt, alle haben erstmal bei aller Unterschiedlichkeit den gleichen Luxus auf dem jeweiligen gesellschaftlichen Niveau, sich ökologisch zu verhalten. Dennoch wollen wir das nicht voraussetzen. Und natürlich gibt es da Learnings und so weiter. Und ich, wenn du mich fragst, würde ich denken, wenn wir diesen Luxus haben, eben zum Beispiel existenziell abgesichert zu sein, also auch dieses Gefühl zu entwickeln, ich bin erstmal grundsätzlich sicher, dann kann ich mich auch an, ich sag mal, anderen Dingen zuwenden. Wie geht es uns allgemein global auf dieser Welt und was brauchen wir insgesamt langfristig, damit es uns allen gut geht, damit auch mir? Diese Haltung, denke ich, wird sich ausbilden, aber wir wollen sie eben nicht voraussetzen. So, aber ich glaube, die Ausgangsbedingungen sind erstmal da, dass diese ökologische Orientierung sich bilden kann. Viel, viel stärker als im Kapitalismus. Da würde ich dir total zustimmen. Da spielt eben der individuelle soziale Faktor eine Rolle. Und Manu hat es gerade versucht, so zu beantworten, es ist eine gesellschaftlich-soziale Frage, und nicht eine individuelle, ob wir das hinkriegen oder nicht. Die zweite Frage habe ich jetzt vergessen. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich nicht vielleicht so ein bisschen einen Dreher drin habe in Bezug auf welchen Entwicklungsstand, wenn man so will, des Kommunismus ihr im Modell jetzt tatsächlich angesetzt habt. Also die Frage, die ich jetzt eigentlich eben vorhin nochmal versucht hatte zu stellen, war, inwiefern diese Grundannahme des sich emergent herausbildens von tragfähigen Strukturen innerhalb der Simulation bestätigt oder widerlegt, also ihr habt ja eh schon gesagt, also wie das bestätigt worden ist, ne? Weil das, also ich finde, das ist was, was, wenn ich den Kommunismus, mit dem Kommunismus interagiere, einfach etwas ist, was halt sehr, ja, sehr laut ist, dass halt ihr bestimmte Annahmen setzt in Bezug auf eben das polyzentrische Selbstorganisation und Stigmergie, sagen, ausreichen, auch um Metakoordination hervorzubringen, die am Ende eben in der Lage ist, tragfähige Strukturen herzustellen. Und dass es so eine Art von, ja, Ausbreitungsmechanismus geben kann, in dem der Kommunismus als Praxis zeigt, dass das Nahelegen von Kooperation am Ende für alle quasi die bessere Lösung ist. Das ist ja im Grunde quasi das, wofür dieses Modell ja jetzt auch nochmal dienen soll, ne? Aber um das glaubwürdig darstellen zu können, muss, glaube ich, auch diese Annahme des sich herausentwickelns dieser Strukturen als ein Prozess modelliert werden und gezeigt werden, dass das, ja, dass das plausibel ist, ne? Dieses emergente sich herausbilden. Und das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, mit der Frage zusammen, was das ist, wo ihr diese Agentinnen jetzt hineingesetzt habt. Weil meine Hoffnung war so ein bisschen, dass man eben, weil
Agent-Based Modeling ein Bottom-up-Prozess erlaubt, man in der Lage sein könnte, auch diesen Prozess des sich herausentwickelns von tragfähigen Strukturen zu zeigen und darzulegen. Im Gegensatz zu einem Zugang, wo man sagt, wir setzen jetzt schon einen mehr oder minder ausentwickelten Kommunismus voraus mit all den verschiedenen Grundannahmen und setzen in diesen hinein dann Agentinnen, die quasi dann schon in diesem Setting, also in dieser mehr oder minder voll entwickelten, also voll entwickelten klingt blöd, aber in dieser ausentwickelten Utopie agierende Agentinnen. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ne? Das eine ist schwieriger, schwieriger als das andere. Und das eine würde eben so ein bisschen in die Richtung der Transformationsfrage halt auch tendieren. Nämlich, ja, genau, spezifisch im Hinblick auf diese Annahme des sich herauswickelns von emergenten Strukturen. Ja. Ja, es ist die Transformationsfrage. Ja, es ja. gibt sozusagen, naja, ich unterscheide ja. gern wirklich auch scharf Voll. Zwei Diskurse, ja, den Transformationsdiskurs und den Utopiediskurs. Ja, und es ist gut, ja. sozusagen nicht die Argumente zu vermischen, also sozusagen Argumente aus dem Transformationsdiskurs zu nehmen und dann zum Beispiel Einwände gegen die Utopie zu formulieren, weil das einfach nicht so funktioniert. Es wäre super spannend, wenn wir eine Transformation mit zig Annahmen natürlich modellieren könnten. Aber ich würde jetzt mutmaßen, Manuel kann das gleich qualifizierter beurteilen, ich würde mutmaßen, das ist eine um Größenordnungen komplexere Simulation, weil man einfach noch viel mehr Annahmen stecken muss. Und was wir dort ja machen, ist eine andere Art von Emergenz, weil es gibt ja sozusagen zwei Arten von Emergenz. Die einmal ist, emergiert der Kommunismus als stabile Gesellschaft aus der Logik heraus, die wir implementiert haben. Und da haben wir gesagt, ja, das macht es. Immerhin ist das rausgekommen. Das funktioniert, hätte ja auch scheitern können. Und das andere ist, emergiert der Kommunismus historisch aus einem Prozess der sozialen Transformation? Kann er das? Hat er die Potenz dazu? Das ist eine andere Fragestellung. Das ist eher ein historisches Hervorgehen aus einem Prozess, und da muss man ja ganz andere Fragen diskutieren. Ist dieser Umbruchsprozess eher einer der Reformen des langsamen Übergehens oder eines der Brüche, wo bestimmte Dinge auch schlagartig sich verändern können, auch zeitlich schlagartig? Und wie müsste man das dann in der Simulation abbilden? Da habe ich noch gar keine Idee, aber ich stelle mir das mega komplex vor. Ich glaube, das ist machbar. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan@futurehistories.today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis, zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.